Guten Abend und herzlich willkommen bei mir im Zentrum. Die Erleichterung vor dem Sommer ist wie im Jahr zuvor einer Warnung gewichen. Das Versprechen von Kanzler Kurz im Juni, die Pandemie ist gemeistert. Im ORF-Sommergespräch adaptierte er den Optimismus und sagte, die Pandemie für Geimpfte sei überstanden. Nun wird also nur mehr von einer Pandemie der Ungeimpften gesprochen. Die Regierung hat einen 3-Stufen-Plan je nach Auslastung der Intensivstationen verkündet. Der Wiener Bürgermeister will die 3 Stufen gleichzeitig starten. Gesundheitsminister Mückstein denkt schon an Stufe 4. Soweit so verwirrend. Nur eines ist klar. Das Leben für die Ungeimpften wird komplizierter, der Druck auf sie größer. Offiziell wird noch solidarisch vom Schutz der Ungeimpften gesprochen. Dennoch werden die Fragen auch als Forderungen immer lauter. Kommt ein Lockdown für Ungeimpfte in kleinen Dosen? Selbstbehalte? Eine Impfpflicht für bestimmte Branchen? Das Covid-Thema spaltet in dieser Frage die Gesellschaft. Es schmerzt mich, dass wir eine Partei in Österreich haben, nämlich die Freiheitliche Partei, die leider Gottes auch viele Gerüchte streut und sozusagen Unsicherheit schürt. Man tut ja gerade so, als würden bei uns die Leute am Gehsteig sterben. Und die Impfung wäre die einzige Möglichkeit, sich aus diesem absoluten Desaster zu retten. Ich halte das für absolut unverantwortlich, was die FPÖ getan hat hier in den vergangenen Monaten. Fetzen deppert, muss man sagen. Ich sag's, wie es ist. Wir haben einen Schutzschirm, der heißt Impfen. Nur wenn der Schutzschirm nicht aufgespannt ist, dann kann er uns nicht schützen. Ich glaube, wir haben in Österreich einen Konsens, dass es keine generelle Impfpflicht geben wird. Das ist auch in einer Demokratie und in einem Land wie unserem sehr schwierig möglich. Was es geben wird, sind Sonderregeln für ungeimpfte Personen. Sie müssen ab Mittwoch überall im Handel FFP2-Masken tragen. Wenn eine Überlastung der Intensivstationen droht, werden Ungeimpfte zu manchen Bereichen keinen Zutritt mehr haben. In der Nachtgastronomie und ähnlichen Settings wird der Zutritt nur noch für Immunisierte gestattet sein. Klar ist, dass wir keine Einschränkungen für Geimpfte vorhaben, sondern dort, wo es notwendig ist, Schutzmaßnahmen für Ungeimpfte setzen werden. Jetzt geht es darum, die zu erreichen, die noch unentschlossen sind. Die erreichen wir in persönlichen Gesprächen, mit Hilfe von Bürgermeistern und auch mit Hilfe der Ärzteschaft. Gesundheitsminister Mückstein betont also, wie wichtig das Gespräch mit Unentschlossenen sei, hat aber unsere Einladung zur Diskussion nicht angenommen. Die Debatte scheut aber nicht Georg Willi. Schönen guten Abend. Der Bürgermeister von Innsbruck, die Grünen, sagt, sich impfen zu lassen, ist ein Akt der Solidarität für sich selbst und für uns alle. Die Debatte scheuen auch nicht Marlene Swatzek, die Landesparteiobfrau FPÖ Salzburg und Bundesparteiobmann Stellvertreterin meint, die Frage der Impfung ist keine ideologische, die Haltung zu Grund- und Freiheitsrechten gesunder Menschen sehr wohl. Ulrich Körtner, der Vorstand des Instituts für Ethik und Recht in der Medizin, Universität Wien, sagt, beim Impfen nur Freiwilligkeit zu setzen genügt nicht. Ohne Gemeinsinn aller Bürger ist die Pandemiebekämpfung zum Scheitern verurteilt. Und Julia Pathé-Müller, die Politikwissenschaftlerin, Universität Wien, fordert, wir müssen jetzt mehr Informations- und Aufklärungsarbeit für Unentschlossene leisten. Online können Sie unter debatte.orf.at/imzentrum debattieren. Ihnen allen einen schönen guten Abend. Ja, Frau Pathé-Müller, Sie von der Universität Wien haben schon 24 Befragungen durchgeführt, welche Auswirkungen die Corona-Zeit auf die Bevölkerung hat und haben uns hier aktuelle Zahlen eben mitgebracht. Und das, was uns natürlich am meisten interessiert, es ist das Austrian Corona Panel Project, wie das heißt, von der Universität Wien, gemeinsam mit Katharina Paul und Jakob Moritz Eberl. Aber was uns am meisten interessiert, von wie vielen Unentschlossenen bzw. Ungeimpften sprechen wir. Und hier ist es so, dass Ihre Daten zeigen, unter den Ungeimpften gibt es ca. 1,1 Millionen, die unentschlossen sind. Sie wissen noch immer nicht so recht, ob sie sich impfen lassen sollen. Und genau diese Gruppe der Unentschlossenen sollte man jetzt noch überzeugen, heißt es in Ihrer Studie. Der wirklich harte Kern der Impfgegner ist aber ähnlich groß. Auch hier geht die Uni Wien von ca. 1,1 Millionen Menschen aus, um diese Gruppe zu erreichen. Das wird eher schwierig.
Frau Pathé-Müller, wie setzt sich diese Gruppe vor allem der Unentschlossenen zusammen? Das wird, nehme ich an, doch eine heterogene Gruppe sein. Ganz viele Sachen. Also bei den Unentschlossenen kann man erstmal dazu sagen, wer ist das? Welche Gruppen gehören da noch dazu? Dass es vor allem die jüngeren Menschen sind, nicht? Es war sehr stark der Fokus der Impfkampagne auf die ältere Bevölkerung, Risikogruppen und so weiter, die mit der Impfung geschützt werden. Und bei den Jüngeren ja auch das Kosten-Nutzen-Verhältnis irgendwie anders abzuwägen ist oder vielleicht auch hier noch mehr Informationsbedarfe da sind. Was wir dann auch noch gefunden haben, ist, dass es vor allem Haushalte mit kleineren Einkommen sind, wo wir auch mehr von diesen zurückhaltenden Personen finden. Und dann ein drittes Muster ist ein politisches Muster, wo wir vor allem in der Gruppe sozusagen auch der politisch schlecht erreichbaren, also Nichtwähler, nicht Wahlberechtigte, also politikfernen Personen auch sehr viele von diesen Zögerlichen finden. Mhm. Frau Swatzek, Sie haben Ende März gesagt, dass Sie sich impfen lassen werden oder dass Sie das vorhaben, es planen öffentlich. Deshalb darf ich Sie fragen, sind Sie inzwischen geimpft? Nach wie vor ungeimpft. Bin wahrscheinlich eine von den 1 Million Unentschlossenen, die bis dato sich aber jetzt entschieden haben und ich werde mich nicht impfen lassen. Für mich ist aber die Frage, die da im Vordergrund gestanden ist, nicht, warum ich mich nicht impfen lasse, sondern das Gegenteil, warum soll ich mich impfen lassen? Und für mich gibt es da nur eine Rechtfertigung, das wäre eine gesundheitliche Abwägung, die Kosten-Nutzen-Rechnung de facto, beziehungsweise was bringt mir die Impfung und habe ich jetzt Angst oder eine besonders hohe Wahrscheinlichkeit für einen schweren Verlauf? Und für mich gibt es nur diese Abwägung. Also ich lasse mich sicher nicht impfen, dazu wird mich niemand bringen, um wieder ins Wirtshaus gehen zu können oder in Nachtlokale gehen zu können. Das ist für mich einfach keine Entscheidungsgrundlage. Es wäre für mich nur das Gesundheitliche. Und da habe ich für mich einfach den Schluss gezogen, dass ich als 29-jährige junge Frau, die sehr viel für ihr Immunsystem tut, sehr viel für ihre Gesundheit tut, mich nicht impfen lassen möchte, weil ich den Nutzen nicht darin sehe und ich glaube, sonst rundherum auch genug für mich tue, um gesund zu bleiben. Jetzt habe ich nur einen kleinen Widerspruch gehört. Sie sagen, Sie gehören zu den Unentschlossenen und haben jetzt sehr ausführlich dargelegt, dass Sie sich nicht impfen lassen. Würden Sie sich dann trotzdem zu den Unentschlossenen zählen und nicht zu den Impfgegnerinnen? Zu den Unentschlossenen, die sehr, sehr lange gebraucht haben, um eine Entscheidung zu treffen. Also bei den Unentschlossenen weiß man ja auch nicht, treffen die am Ende die Entscheidung, sich definitiv nicht impfen zu lassen oder sich impfen zu lassen. Ich war vom Sommer diese Unentschlossene, habe dazugehört, aber eben wie gesagt, mittlerweile habe ich für mich diese Entscheidung auch getroffen. Mhm. Herr Willi, wir haben gehört vom Gesundheitsminister Mückstein, dass er jetzt alle Hoffnungen auf die Bürgermeister, Bürgermeisterinnen, die Ärzte und Ärztinnen setzt und dass sie Ideen haben sollen, wie man den vor allem diese 1 Million, wir haben in der ZIP2 noch mal gehört, es sind ungefähr 1 Million, die man brauchen würde, um diese sogenannte Herdenimmunität zu erreichen. Haben Sie Ideen, beziehungsweise nehme ich an, Sie sprechen schon die ganze Zeit mit den Menschen? Österreich in der Pandemie ist für mich vergleichbar mit einem 8er-Ruderboot. 5 rudern, um aus der Pandemie herauszukommen und 3 rudern nicht. Einer davon rudert sogar dagegen. So kommen wir nicht aus der Krise. Das heißt, wir müssen tatsächlich die erreichen, die sich noch nicht impfen haben lassen. Weil in der Zuspitzung, und Frau Swatzek, das ist der Punkt, Sie müssen sich entscheiden zwischen Virus oder Schutzimpfung. Weil das Virus wird auch Sie irgendwann einmal erreichen, wenn wir nicht eine höhere Durchimpfungsrate erreichen. Genau diese gesundheitliche Abwägung, die ich auch für mich getroffen habe. Und jetzt wissen wir, nach dem größten Versuch weltweit, der gelungen ist, nach 3,3 Milliarden Impfungen auf der Welt, sie hilft. Ist eindeutig belegt und es ist begleitet von den besten Wissenschaftlern unserer Welt. Das heißt, es ist eigentlich leicht zu erzählen, wieso die Impfung Sinn macht. Und wenn man den Ärztinnen und Ärzten zuhört, die sagen, die uns Probleme machen, sind die Ungeimpften. Und jetzt sind wir bei dem Punkt, sollen sich die 3, die nicht rudern wollen in dem Ruderboot, sollen die weiter so nicht rudern? Und die anderen müssen sich unheimlich anstrengen, dass wir aus der Pandemie herauskommen? Oder was kann man tun, damit die 3 Nichtruderer endlich auch in die richtige Richtung rudern? Das ist für mich der Punkt. Und da gibt es ganz viele Leute,
die da mithelfen können, darunter auch die Bürgermeister. Gut, dann kommen wir noch zu den Ideen, aber ich hole gleich Herr Körtner in die Debatte herein, weil die große Frage ist eben tatsächlich, mit welchen Mitteln soll der Staat eben Unentschlossene zur Impfung bewegen, welche sind zulässig, welche aber auch nicht. Und eine Idee war jetzt, die ventiliert wurde von Christine Trummel, von der Vorsitzenden der Bioethikkommission, die gemeint hat, dass man hier Selbstbehalte eben einführen sollte für Ungeimpfte, die aber dann das Gesundheitssystem nutzen. Es gibt eine Absage für diese Idee vom Gesundheitsminister. Sie waren einmal Mitglied in der Bioethikkommission. Was sagen Sie denn als Medizinethiker zu dieser Idee? Konkret jetzt zu dieser Idee der Selbstbehalte. Ich teile viele Ansichten von der Kollegin Trummel, wenn es also auch um Impfpflichten für einzelne Berufsgruppen geht. Darauf kommen wir vielleicht noch. Selbstbehalte, das halte ich nicht für den richtigen Weg aus mehreren Gründen. Zum einen, ich vermute mal, Menschen wie Sie, ein paar Jahre jünger als ich, werden sich davon auch nicht sonderlich beeindrucken lassen. Also die werden sich dann sagen, kann man mir aufdrücken, aber ich glaube, ich werde trotzdem nicht krank, also mache ich das nicht. Und wenn es dann im Ernstfall zu schweren Erkrankungen kommt, was ich Ihnen wirklich nicht wünsche, dann glaube ich, werden wir in einer solidarischen Gesellschaft und in einem solidarisch finanzierten Gesundheitssystem, für das ich als Ethiker auch eintrete, nicht sagen können, hier bieten wir dann Leute in erheblichem Maße zur Kasse. Wir müssen uns nämlich noch mal klar machen, also von was reden wir dann, von Selbstbehalten? Ein bisschen höhere Versicherungsbeiträge oder meinen wir Selbstbehalt dann bei der Versorgung? Schauen Sie sich mal an, was kostet es, einen Corona-Patienten auf einer Normalstation täglich zu behandeln? Was kostet es auf der Intensivstation? Da gehen die Zahlen bis an die 40.000 Euro, die da zu zahlen sind. Wo wollen Sie da dann die Grenze beim Selbstgehalt setzen? Und wenn wir das anfangen zu diskutieren, ich sage bei der Gelegenheit auch gleich, ich bin auch nicht dafür, dass wir da bei der Lohnfortzahlung dann sagen, wenn einer in Quarantäne kommt, nehmen wir ihn raus. Was machen Sie dann mit Rauchern oder was machen Sie mit Übergewichtigen? Also wo wollen Sie dann in unserem System die Grenze ziehen? Also ich teile überhaupt nicht Ihre Auffassung, was das Impfen betrifft. Aber an der Stelle glaube ich, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir aus dem berechtigten Interesse heraus, aus dieser Pandemie herauszukommen, jetzt nicht in eine Gesundheitspolitik hineingeraten, wo wir so eine Art von Normbild haben, wie die Menschen gesund zu sein haben und sie für alles zu ächten, was davon abweicht. Darum, diese Idee, finde ich, ist nicht gut. Und sie könnte dann auch noch dazu führen, dass dann vielleicht Leute noch Krankheit verschleiern, sind vielleicht infiziert, melden sich dann nicht, weil sie Sorge haben, sie werden da zur Kasse gebeten. Kurz, der Schuss könnte nach hinten losgehen. Wenn ich da anschließen darf, ich halte es für brandgefährlich, vor allem jetzt die moralische Überhöhung, dass jemand, der sein Leben lang Kettenraucher beispielsweise war und dann mit einem Lungenkarzinom auf der Intensivstation liegt, dass der, wenn er zweimal Covid geimpft ist, sich jetzt moralisch über beispielsweise mich stellen würde, mit 29 gesund, ich bin zum Beispiel Nichtraucherin, die eben nicht geimpft ist. Also dass man den einen gegen den anderen ausspielt und gegeneinander aufrechnet, das würde das gesamte Gesellschaftssystem aus meiner Sicht in Frage stellen. Und wir zahlen ja alle auch ein. Wir zahlen alle einen Beitrag ein, damit wir eine ordentliche gesundheitliche Versorgung bekommen. Und da unterscheiden wir jetzt auch nicht. Das wäre dann ein bisschen so, ja, wenn ein Extremsportler vom Berg fällt, dann sagen wir halt, ja, wärst nicht aufgekreuzt, wärst nicht runtergefallen. So ein bisschen kommt mir das vor. Also von so einer Idee halte ich absolut nichts. Ich finde es überhaupt bedenklich, dass man in einer demokratischen Ordnung, in einer freiheitlichen Ordnung über sowas überhaupt diskutiert, dass man sowas andenkt. Wenn ich da vielleicht auch gerade noch mal mich einschalten darf. Also ich fand es ganz interessant, wie Sie das auch gesagt haben, dass für Sie Ihr persönliche gesundheitliche Überlegung ganz im Vordergrund steht für diese Entscheidung. Und das ist, was wir auch finden für die Psychologie sozusagen. Ja, da ist ganz entscheidend für die eigene Impfentscheidung, wie man den Kosten, den Nutzen bewertet. Ja, habe ich einen Selbstschutz? Kann ich vielleicht andere schützen? Kommen wir zurück in die Normalität? Nicht? Also die potenziellen Nutzen irgendwo erkennen kann. Und gleichzeitig auch sich sicher sein kann, das ist sicher, nicht die Impfung, keine Nebenwirkungen oder ganz, ganz gering, ja, und da wirklich überzeugt ist und dann den positiv nutzend geringe Nebenwirkungen und dann auch sich perfekt informiert fühlt und sicher ist wirklich über diese ganzen Informationen und Klarheit herrscht. Nicht? Das ist sozusagen auf der individuellen Ebene, warum die ganzen Leute, die jetzt schon geimpft sind, sich haben impfen lassen,
ja, und auch vielleicht am Anfang skeptisch waren und sich dann umentschieden haben und so weiter. Und diese Idee, dass man vielleicht jetzt mit Druck oder so vielleicht Anreize schafft, ja, die geht nicht unbedingt auf diese Motivationspsychologie ein, nicht? Dann mit Druck, wenn sie Angst haben um ihre Gesundheit, das mag ja unberechtigt sein, das mag ja auch für Sie, vielleicht sind Sie sogar Raucher, also Risikofaktoren bei Ihnen sogar vorliegend, vielleicht auch Übergewicht, weitere Risikofaktoren und so, ja. Und, aber jetzt haben Sie doch irgendwie was gelesen und nicht sind verunsichert. Können Sie nicht, das ist ganz gefährlich, dieses sensible Thema, wenn Sie dann vielleicht einfach über so Hörensagen schlecht informiert, verunsichert sind, dann nicht impfen gehen und so weiter, ja. Und deswegen sagen wir halt sehr stark, wir müssen wirklich sicher gehen, dass jeder da in vollster Klarheit ist mit seiner individuellen Risikobewertung auch. Sie haben ja gesagt, es wirkt, ja, so insgesamt und so. Aber das muss man jedem ja auch für ihn individuell wirklich noch mal ganz genau erklären, wie es bei jedem positiven Nutzen gibt. Und vielleicht ist er manchmal größer, manchmal kleiner und so weiter. Bei manchen Leuten sind vielleicht noch zusätzliche Risikofaktoren, die die gar nicht so bewusst kennen oder auch informiert sind, welche das überhaupt sind, die relevanten und so weiter. Und ja, da denke ich, müsste man eher ansetzen, wie das. Also man sagt, Druck erzeugt einfach das Gegenteil. Ich glaube, es führt eher noch zu mehr Verängstigung und potenziell auch Reaktanz. Nicht, dass man sagt, oh Gott, jetzt werde ich hier in was reingezwungen, obwohl vielleicht von meiner Gesundheit ich mir Sorgen mache, ja, und jetzt wird auf mich Druck ausgeübt. Das wird, glaube ich, nicht zum Erfolg führen. Ja. Und sozusagen auch von der Effektivität her, was wir da erreichen wollen, mal unabhängig von der ethischen Seite, die auch noch mitschwingt, sozusagen wird es, glaube ich, nicht, also wird, glaube ich, nicht zum Erfolg führen. Sie sagen ja auch nicht, Sie können mir da drohen mit sonst wie was, ja. Gastronomie oder sonst was, es wird keinen Effekt haben. Aber eine Bitte habe ich schon, machen wir es nicht komplizierter, als es ist. Wir impfen unsere Kinder entlang des Mutter-Kind-Passes seit Jahren, Jahrzehnten. Unheimlich erfolgreich. Dort fangen die Leute auch nicht an zu fragen, ja, wie ist denn das jetzt genau, sondern man hat die Erfahrung gemacht, das tut den Kindern gut und wir konnten Krankheiten ausrotten, die es früher gab. Und ich glaube, dass die ältere Generation vor allem auch sich deshalb hat impfen lassen, einerseits, weil sie wussten, dass Krankheitsverläufe bei ihnen oft schwerer sind, aber andererseits haben die noch die Erfahrungen gehabt mit Krankheiten, die heute ausgerottet sind, dank der Impfungen. Jetzt haben sie an der Uni studiert, haben gelernt, zahlenfaktenbasiert zu arbeiten. Jetzt haben wir weltweit 3,3 Milliarden Impfungen gemacht. Und rausgekommen ist, es hilft. Und die Nebenwirkungen gehen gegen null. Und dass da jeder in Österreich jetzt anfängt, sich zu fragen, ja, vielleicht könnte es bei mir doch anders sein als bei 3,3 Milliarden anderen Menschen. Bitte lass mal die Kirche im Dorf und ich bitte zu vertrauen, dass wenn Heerscharen von Wissenschaftlern, Kontrollinstanzen auf der ganzen Welt das gut untersucht haben und es funktioniert, dass man den Leuten sagt, ihr habt auch eine Verantwortung für die Gesellschaft, für die Solidargesellschaft, weil die Einschränkungen, die dann alle tragen müssen, haben die zu verantworten, die sagen, ich lasse mich nicht impfen, weil meine persönliche Abwägung hat dieses oder jenes ergeben. Ich finde das nicht verantwortungsvoll. Sie sind eine von den drei, die nicht mitrudern, während die anderen sich anstrengen. Das ist unsolidarisch. Herr Bürgermeister, ich sehe meinen Beitrag im Rudern darin, dass ich jetzt geschafft habe, seit eineinhalb Jahren durch diese Pandemie sehr gesund zu kommen, dass ich sehr verantwortungsbewusst auch mit mir und meinem Umfeld umgehe. Also mir jetzt als verantwortungslos zu bezeichnen, das hinkt ein bisschen. Aber bei Ihnen war jetzt sehr vieles, was Sie da vermischt haben, durch den Raum geworfen haben. Also die Impfnebenwirkungen, die gehen gegen null. Es tut mir leid, bei allem Respekt, aber wir wissen alle, dass das eine glatte Lüge ist. Es gibt Impfnebenwirkungen und das ist auch die Abwägung, die man für sich selbst trifft. Die persönlichen Impffolgen, die nimmt mir ja auch niemand ab. Die nimmt mir auch die Solidargemeinschaft nicht ab. Die muss ich für mich selbst tragen. Und ich kenne sehr viele Impfnebenwirkungen, die durchaus tragisch sind. Also die gehen nicht gegen null, wenngleich... Ja, natürlich gibt es immer warum und überall, aber trotzdem. Frau Swarczyk, warum trotzdem beeindrucken Sie mögliche Nebenwirkungen vom Impfstoff mehr als eben Nebenwirkungen, also beziehungsweise sehr tragische Nebenwirkungen von Covid-Erkrankungen? Weil ich wahrscheinlich bei Covid noch die größere Chance habe, dagegen anzukämpfen, wenn ich früh genug dagegen steuere. Bei den Impfnebenwirkungen, die ich kenne, da hatten die Betroffenen keine Chance mehr gegenzusteuern. Da rede ich von einem Schlaganfall, da kann ich nichts mehr dagegen tun. Bei Covid kann ich mich zumindest noch versuchen, körperlich zu wehren. Aber zu dem anderen, was Sie gesagt haben,
Ja, Zahlen, Daten, Fakten, genau. Man hat aber zu Beginn auch immer gesagt, das war auch Fakt, es ist besonders wichtig, die Risikogruppen zu schützen. Weil den Jüngeren, gerade auch bei den asymptomatisch Infizierten, da ist der Verlauf ein anderer und ist nicht tendenziell immer so schwer wie bei Risikogruppen und bei Älteren. Jetzt haben wir bei diesen Gruppen eine sehr, sehr hohe Durchimpfungsrate. Und das ist ja absolut in Ordnung, wenn jemand sich entscheidet, sich impfen zu lassen. Weil was wir wissen, und das ist das Einzige, was wir wissen, dass es tendenziell zu einem eher nicht schweren Verlauf führt. Es gibt auch schwere Verläufe mit der Impfung, aber das ist verschwindend gering, da bin ich schon bei Ihnen. Das ist ja alles in Ordnung. Nur jetzt zu beginnen, dass man jetzt die 20-Jährigen, die 12-Jährigen, dass man die impft, das hat für mich einfach keine Grundlage mehr. Also kann man mir da jetzt nicht vorwerfen oder auch diesen nicht vorwerfen, dass sie dagegen rudern. Und ganz kurz noch zu den Impfungen, Mutter-Kind-Pass beispielsweise. Ein Beispiel, 1948 gab es eine Impfpflicht in Österreich gegen die Bocken. Die Bocken wurden ausgerottet. Nur bei Covid wissen wir alle, es ist nicht unser Ziel, Covid auszurotten, weil es wird irgendwann endemisch werden und wir können es nicht ausrotten. Jetzt glaube ich schon, dass 1948 die Grundrechte in Österreich ein bisschen anders gelagert waren als 2021. Und das war damals ein Impfstoff, der war über 60 Jahre erprobt. Das war eine ganz eine andere Methode. Der war in Österreich hergestellt. Das ist nicht vergleichbar mit der aktuellen Situation. Und das muss man halt schon auch zur Kenntnis nehmen. Ich möchte nur jetzt mit hineinnehmen, gleich Herr Körtner, Frau Pathé-Müller. Sie haben gesagt am Anfang, dass zwar die Jüngsten am meisten betroffen sind, weil ich natürlich auch die Zahlen gesehen habe. Eine zweite Gruppe ist schon relativ dicht drauf. Das sind die 45- bis 55-Jährigen, oder? Nur, dass ich das eben... Also es geht auch um Personen mittleren Alters. Ja? Also es ist im Prinzip abfallend mit dem Alter. Nicht? Also, dass es eben nicht nur die Jungen sind, das muss man... Es sind nicht nur die ganz Jungen, sondern es geht auch um Personen noch des mittleren Alters. Ja. Jetzt ist es so, also jetzt haben wir das gerade gehört mit dem Schlaganfall. Wir wissen aber auch, jetzt soll es keine Debatte werden. Es soll wirklich um Ethik, um Moral, um Politik gehen in der Entscheidung und jetzt nicht alle Zahlen hinzuwerfen. Aber man weiß, dass es natürlich auch Schlaganfälle gibt, wenn man Covid hat. Das heißt eben, es gibt eben den Verdacht, dass es hier bei der Impfung so etwas gibt. Die Studien fehlen noch, aber es gibt eben Schlaganfälle auch bei Covid-Impfungen. Wie schwer ist das eben, wenn man, wie man das aufwiegt? Ich möchte noch mal ins Grundsätzliche gehen. Da sind wir auch völlig im Dissens. Ja? Also Sie gehen sehr von Ihrem individuellen Empfinden aus, von Ihrem Alter und von Ihrem individuellen Risiko. Das war ja ich auch angesprochen, ob ich mich impfen lasse. Ja, ist in Ordnung. Ich will nur sagen, mein Ansatz ist da grundsätzlich ein anderer. Wir haben es mit einer Pandemie zu tun. Ja? Eine Pandemie, das heißt, es geht weltweit. Die Pandemie ist keine Privatsache. Also die interessiert sich nicht für ihre privaten Befindlichkeiten, dieses Virus. Sondern wir haben es da mit einem gesellschaftlich, gesamtgesellschaftlich bedrohlichen Virus zu tun. Und die Frage des Impfens, und übrigens die Grundrechte waren 1948 bei uns in Österreich nicht anders als heute. Ja, ja, aber die Auslegung war eine etwas andere. Ich darf ich es mal erst zu Ende ausführen, ja? Weil der Punkt ist, es gibt die Grundrechte und wir haben übrigens gestärkt, ja, Europäische Menschenrechtskonvention, das war aber dann erst 1956 und die ist dann durch entsprechende Gesetzgebung zum Teil unserer Bundesverfassung geworden. Also das heißt, wesentliche Grundrechte haben wir überhaupt erst seitdem, würde ich sagen, war noch eine Stärkung. Und da haben Sie zum Beispiel in diesen Grundrechten, können Sie natürlich sich jetzt darauf berufen, Artikel 8, Schutz oder Achtung meines Privatlebens und meines Familienlebens. Ja? Das ist aber kein absoluter Grundwert. Keiner der Grundwerte ist absolut. Die müssen immer gegeneinander abgewogen werden. Ich denke, das wissen Sie auch. Und das heißt, dieses Grundrecht, das ich habe, muss auch gegen Grundrechte anderer abgewogen werden. Und selbstverständlich ist es, ich sage erst mal, theoretisch möglich, dass sogar der Staat in einer solchen Situation sagt, um die Grundrechte der Mehrheit zu schützen, und dazu gehört das Recht auf Leben, ja, kann es sein, dass man zum Beispiel so etwas wie eine Impfpflicht einführt, sei es für bestimmte Berufsgruppen, sei es sogar für alle. Und um das gerade zu Ende zu machen, wir hatten jetzt gerade zwei Erkenntnisse des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Eine im April, da ging es um das Thema Impfpflicht gegen Masern in Tschechien. Da haben Eltern geklagt, haben sogar Kinder geklagt. Das ist abschlägig beschieden worden. Das heißt, der Staat hat das Recht, hier aus übergeordneten Gesichtspunkten das zu machen. Das Zweite war, Feuerwehrleute in Frankreich haben jetzt gesagt, sie wollten sich nicht impfen lassen. Einstweilige Verfügung ist auch mal abgeschlagen worden. Und ich sage noch mal, wir werden diese Pandemie nur dann
bekämpfen können. Da stimme ich Ihnen zu, wir werden das Virus nicht mehr rauskriegen aus unserer Gesellschaft. Aber so damit leben, dass wir nicht dauernd in Stresssituationen des Gesundheitssystems kommen. Weil Ihr Obmann gesagt hat, die sterben doch nicht wie die Fliegen am Straßenrand. Erinnern Sie sich noch an die Bilder aus Bergamo? Erinnern Sie sich noch an die überlaufenden Stationen in Frankreich, wo wir in Österreich noch Leute aus Frankreich aufgenommen haben, weil keine Betten mehr da waren? Wo in Spanien in den Altersheimen die Pfleger und Pflegerinnen weggelaufen sind? Also kurz gesagt, da gibt es übergeordnete Gesichtspunkte und da geht es nicht nur um Ihre Gesundheit, sondern auch um die Gesundheit anderer. Das ist eben jetzt ein interessanter Punkt, Herr Willi, weil Bundeskanzler Kurz hat am 10. Juli in einem Videogespräch mit den Bundesländerzeitungen, Kleine Zeitung, Vorarlberger Nachrichten, Salzburger Nachrichten, gemeint, dass eben die Pandemie gemeistert ist und sie wandelt sich von einer akuten gesamtgesellschaftlichen Herausforderung zu einem individuellen medizinischen Problem. Und wörtlich, wir sind eine liberale Demokratie, es gibt das Recht, rechtskonform unvernünftig zu handeln. Man kann am Tag 10 Schnitzel essen oder mit 140 Kilo die Felswand hinaufklettern, ohne dass der Staat unten steht und das Seil sichert. Ist das einfach wieder obsolet? Also ist es doch wieder eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe? Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, aus der Pandemie herauszukommen. Und die Frage ist, wie weit greife ich in individuelle Rechte ein, wie der Herr Professor ausgeführt hat. Und wir haben heute bereits eine Impfpflicht für bestimmte Personengruppen. Das können Arbeitgeber auch so anordnen. Wir haben in Österreich derzeit eine ziemlich aufgeheizte Stimmung, auch dank unter Anführungszeichen der FPÖ und dem, was sie sagen. Und jetzt mit einer Impfpflicht zu kommen, würde das Ganze verschärfen. Und daher bin ich gegen eine generelle Impfpflicht, weil ich daran glaube, dass es gelingt, mit den guten Argumenten, die ja auf dem Tisch liegen. Und im Übrigen, heute ist in der Kronenzeitung ein 20-Jähriger, der auf der Intensivstation war, der gesagt hat, ich tue alles, damit sich die anderen Jungen impfen lassen, weil es hat mich als 20-Jährigen erwischt, retour. Es geht also darum, in der Gesellschaft mit Leuten, die bestimmte Positionen einnehmen, Vereinsobleute, der Musikkapellmeister, die Leiterin der Tongruppe, Lehrerinnen und ähnliche Berufe, die einfach bestimmte Gruppen betreuen, dazu zu bringen, dass sie sagen, Leute, wir können nur gemeinsam herauskommen und ich helfe dir, deine Ängste, die du vielleicht noch hast oder die offenen Fragen zu beantworten. Und wenn wir im Schneeballsystem diese gemeinsame Aufgabe zu einer Aufgabe aller machen, glaube ich, kommen wir heraus, wie auch die Frau Professor von Lehr gesagt hat, wenn wir das mit der Impfung in 2 Monaten hinbringen, sind wir sicher. Sonst tritt das ein, was Sie bedauert haben. Im Frühjahr haben Sie gesagt, es gibt ja so viele Nachteile. Das sind auf der einen Seite die Frauen, die Familien, die Jugendlichen, die Wirtschaftstreibenden. Ja? Und ich will in Tirol und Salzburg ist touristisch ähnlich wie Tirol keinen solchen Winter mehr erleben. Und es geht, weil gerade die Gäste kommen zu uns geimpft. Meine Frau arbeitet an der Rezeption eines Hotels. Es ist kein Problem, dass die, die als Touristen zu uns kommen, einen Impfnachweis bringen. Ja, wieso bringen wir das im eigenen Land nicht auch zusammen? Also wenn wir an die vielen Berufe denken, die an dem dranhängen, dann ist es doch gut, wenn wir mit einer gemeinsamen Anstrengung Überzeugungsarbeit leisten. Jetzt ist nur interessant, ich möchte noch ein paar Zahlen einwerfen, nämlich aus der Studie von Ihnen, Frau Pathemüller, weil Sie jetzt gesagt haben, die FPÖ, jetzt gibt es aber eine Wählergruppe, die sogar stärker sich nicht impfen lässt, beziehungsweise eben die Unentschlossenen sind. Schauen wir uns das kurz an, also überhaupt die Parteipräferenzen, wie viele sind geimpft, was eben Parteiwähler und Wählerinnen betrifft. Demnach sind weit über 70% der NEOS, ÖVP, SPÖ oder Grün Wähler und Wählerinnen bereits gegen das Coronavirus geimpft. Bei den FPÖ-Anhängerinnen und Anhänger sind es 52%, aber unter den Nichtwähler und Wählerinnen sind es noch weniger Geimpfte. Nur 50% von ihnen haben sich bisher impfen lassen. Wie können Sie sich das erklären? Ja, da wollte ich schon vorhin auf einen Punkt, den Sie erwähnt haben, eingehen und nochmal dazu sagen, dass das Vertrauen natürlich eine ganz wichtige Rolle spielt bei diesen Informationen. Ja, also wenn ich sage Information, Aufklärung,
dann meine ich das jetzt nicht unbedingt so, dass wir jetzt jeden im Land so lang sozusagen mit statistischen Methoden ausbilden müssen, bis der selbst eine epidemiologische Studie durchführen kann und sozusagen die Probleme der Kausalinferenz dann perfekt gelöst und sich an den 4,9 Millionen geimpften Fällen dann überzeugen kann oder so. Ja? Also so meine ich es dann auch nicht so, sondern dass die Leute schon irgendwie ja, Quellen, Informationsquellen brauchen, wo sie auch Vertrauen haben. Ja? Und leider ist es nun mal so, dass ein Teil der Bevölkerung wenig Vertrauen hat, gerade in die Politik, ja, ist leider so. Ja. Und auch in sozusagen auch teilweise Medien, teilweise wenig Vertrauen hat. Ja. Und da ist eben genau die Frage, wie können wir überhaupt noch mit diesen Personen Kontakt aufnehmen? Ja. Das ist eben die Schwierigkeit, um sozusagen... Aber das heißt, die Gruppe der Nichtwähler und Wählerinnen, die haben wenig Vertrauen in die Politik, wenig Vertrauen auch in öffentlich-rechtliche Medien. Auch genau, ORF, genau. Und auch bei den FPÖ-Wählern gibt es viele, die auch etwas wenig Vertrauen haben in ja, die Regierung und so. Ja. Und wenn die Regierung jetzt hergeht oder Regierungsparteien hergehen, lasst es euch alle impfen. Ja, das wird die nicht überzeugen. Ja. Und deswegen ist ja mit der Überzeugungsarbeit, Informationsarbeit wirklich die Frage, wie kommt man an die Person ran, wer ist glaubwürdig und so weiter. Und was wir halt gefunden haben, eine Quelle, und da finde ich eigentlich, was Herr Mückerstein da so teilweise vorgeschlagen hat, scheint mir schon in die richtige Richtung zu gehen, ist, dass die Ärzte, die Mediziner als vertrauenswürdig schon wahrgenommen werden und möglicherweise da ja schon auch noch in dieser Pandemie jetzt noch mal mehr eine Rolle spielen können, weil bisher haben sie ja nicht so sehr eine Rolle gespielt. Es war ja die Impfzentren, es waren Werbekampagnen und so, ja. Und vielleicht könnte schon eine Möglichkeit sein, dass man den medizinischen Bereich, wo ja auch vielleicht Leute schon eine Krankheit, Vorerkrankung haben, irgendwas, ja, sich auch Sorgen machen schon um ihre Gesundheit, wirklich fachkundig aufgeklärt beraten werden können, ob es für sie Sinn macht. Ja. Oft wird die Antwort, ich denke, ja sein, nicht oft, ja. Aber es kann ja auch Fälle geben, nicht? Es gibt ja vielleicht auch Kontraindikationen in bestimmten Bereichen, ich weiß es auch nicht ganz genau, ja, wo aber dann der Arzt, der wirklich den Patienten auch kennt, das genau einschätzen kann. Und manchmal sind Leute ganz falschen Informationen aufgesessen und denken fälschlicherweise, sie dürften sich gerade wegen ihrer Vorerkrankung nicht impfen lassen. Dabei ist es teilweise genau umgekehrt, dass sie wegen der Vorerkrankung eine Risikogruppe sind. Und das Ganze sozusagen kriegen wir schlecht über die Massenmedien hin, sondern da wäre es, glaube ich, in der Tat gut, wenn man ja, den Kontakt, das Gespräch und so weiter irgendwie ermöglichen könnte, damit es die Richtigen sozusagen dann alle diese Informationen haben. Ja. Frau Swarczyk, in der ZIP 2, wir haben sie uns gemeinsam angesehen, Dorothee von Laar wurde schon kurz erwähnt vom Herrn Willi, die eben gemeint hat, also ungefähr 85% sogenannte Herdenimmunität oder eben Impfquote sollten wir haben in Österreich. Dann wäre in 2 Monaten die Pandemie vorbei und sonst dauert es 3 Jahre. Beeindruckt Sie das? Also ich kann niemandem verübeln, und das passt jetzt zu Ihrer Frage, nach den letzten 1,5 Jahren, nach den Kommunikationssträngen auch der Regierung, dass da das Vertrauen eher verschwindend gering ist. Weil die Widersprüchlichkeiten, die wir da immer wieder gehört haben, die füllen ja mittlerweile ganze Bücher. Und in diese Episode reihe diese Aussagen schon auch ein. Also was man uns da zu Beginn erzählt hat, dass da die Impfung jetzt der große Gamechanger wird. Alles, was wir wissen, ist, dass die Impfung eben, wie schon gesagt, tendenziell vor schweren Verläufen schützt. Aber es schützt nicht davor, dass ich andere anstecke. Es schützt nicht davor, dass ich selbst infiziert werde. Ich habe gerade gestern mit jemandem gesprochen, der doppelt geimpft ist, der vor kurzem Covid infiziert war, der nicht einmal in Quarantäne musste, weil er ist ja doppelt geimpft. Also der konnte sich ganz normal bewegen, obwohl er infiziert war. Und zu Zahlen, Daten, Fakten, das Vertrauen schwindet halt auch dann, wenn ich jetzt die Pandemie der Ungeimpften ausrufe und dann zeige ich her die Tabellen und die Diagramme der Inzidenzzahlen der Ungeimpften. Ja, wen testen wir denn in diesem Land, in dieser Republik? Wir testen die Ungeimpften, weil die Geimpften, die müssen ja gar nicht mehr testen. Also habe ich gar keine valide Datengrundlage, um sagen zu können, dass die Ungeimpften jetzt das Problem sind. Und wenn Sie, um auf das kurz noch einmal zurückzukommen, davon reden, von den Grundrechten, dass es jetzt auch kein Grundrecht darauf gibt, dass ich andere anstecken kann, wenn wir es jetzt mal übersetzen und salopp sagen. Ich verwehre mich dagegen, dass einmal grundsätzlich jeder, der nicht geimpft ist, gleich einmal als Gefährder hingestellt wird. Das ist es nämlich nicht. Ich bin nicht geimpft, aber ich bin gesund. Und solange ich das bin, bin ich keine Gefahr für niemanden. Und wenn wir schon darüber reden, dass wir jetzt 1G einführen beispielsweise, da ist gemeint nur für Geimpfte, dann ist eigentlich die Grundlage das Testen.
Weil nur wer getestet ist, ich bin PCR getestet, ich bin hier und heute negativ. Ich weiß nicht, ob das hier alle von sich behaupten können, weil nur ich den Test machen musste. Aber dann ist das die Grundlage. Aber sicher nicht, ob jemand geimpft ist oder nicht, weil er ist genauso ansteckend. Alles also nur, getestet. Um das auch einmal, ja, auch natürlich. Einmal und wir haben das auch überprüft. Aber Sie wollten was sagen, ja, und dann würde ich gern eben zu dieser Branchen. Also, ich möchte noch mal, wir werden das nicht alles ausdiskutieren, auf ein paar Punkte noch mal eingehen. Es geht nicht darum, ob Sie jetzt individuell im Moment sozusagen eine Gefahr für andere sind. Es geht mir auch, ich könnte jetzt auch sagen, wenn Sie das Risiko für sich auf sich nehmen, eventuell schwer krank zu werden, könnte ich jetzt sagen, das ist nicht mein Gefühl Ihnen gegenüber, soll mir doch wurscht sein, soll sie doch krank werden. Im schlimmsten Fall stirbt sie dran, gut. Aber darum geht es doch nicht. Es geht doch darum, ich will nicht Sie vor sich schützen oder, ja, das ist gar nicht mein Ansatz, sondern es geht darum, zum Beispiel, wenn jetzt Menschen schwer krank werden, belastet das insgesamt in erheblichem Maße unser Gesundheitssystem und die Kapazitäten. Jetzt könnten Sie natürlich sagen, das hat... Aber da müssen wir das Gesundheitssystem in Frage stellen, grundsätzlich. Nein, da wollte ich nämlich gerade drauf. Das hat nämlich hier Obmann auch gesagt, brauchen wir mehr Intensivbetten. Ja? Wissen Sie, was eine Intensiveinheit kostet und was wir an Personal brauchen? Die Frau Reiter war früher auch mal in dem Beruf. Wie lange es dauert, dass Sie eine Intensivkraft ausbilden? Wir hatten noch vor der Pandemie, ja, gerade einen Bericht vom Rechnungshof, der der Meinung war, wir hätten zu viele Intensivbetten. Hinterher wir haben war sogar froh, Intensivbetten abgebaut, ja, während so, der Pandemie. Ja. Na, und jetzt aber das ist noch wieder mal eine andere Debatte. Nein, es geht darum, wir haben endliche Ressourcen, auch im Gesundheitswesen. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel von Schlaganfällen gesprochen haben, natürlich, es kann auch solche Fälle geben, als möglicherweise Impffolgen. Aber generell, ja, wenn Sie ein Drittel, sagen wir mal, der Betten belegt haben mit Covid-19-Patienten, die, wie man dann so schön sagt, beatmungspflichtig sind, ja, dann werden Sie schon, und das ist jetzt schon wieder, anfangen müssen, verschiebbare Operationen zu verschieben. Es gibt Leute, die bekommen einen Herzinfarkt oder Schlaganfall ohne Covid. Dann müssen Sie am Ende sagen, die können wir jetzt hier nicht behandeln. Und so geht das immer weiter. Und das, ja, noch mal, das ist das Problem, das wir lösen müssen. Und im Übrigen, ja, weil Sie sagen, Game Changer wäre das nicht gewesen. Ich bin überhaupt nicht zufrieden mit dem, wie das mit der Regierung gelaufen ist. Ganz anders als Sie sage ich, ein schwerer Fehler, weil Sie sagen, wenn wir jetzt mit irgendwelchen Impfpflichten kommen, ist kontraproduktiv. Ich halte es für einen schweren Fehler, dass man von Anfang an gesagt hat, wir werden nie, nimmer irgendwo irgendwelche Impfpflichten einführen. Das halte ich war falsch. Aber wenn, wofür sind Sie? Ja, also Sie das heißt, sind Sie nicht für eine generelle? Setzt man nicht auf Medikamente beispielsweise? Ja, aber, auf ja, aber Moment auf mal. Aber Impfpflichten, nein, mal, Medikamente, heißt das für eine generelle? Nur damit, ja, ja, ich komme sofort. Ich will nur gerade sagen, Medikamente haben wir im Moment bei weit. Es ist noch nichts im... Weil wir uns nur fokussieren auf nein, die Impfung. Nein, es ist ja tatsächlich so. Die Milliarden doch, sind in die Impfung geflossen. Nein, das stimmt doch nicht. Entschuldigen Sie mal, das ist eine weltweite Forschung, da sind weltweit große Unternehmen. Wenn die jetzt mit einem Produkt Geld machen würden, hätten die das. Haben wir aber nicht. Sind Sie für eine generelle Impfpflicht oder für eine Impfpflicht in gewissen Branchen? Ich bin dafür, und ich meine mich zu erinnern, dass Sie es auch mal gesagt haben, dass in gewissen Branchen, bestimmten Berufen, körpernahen Berufen, eine solche Impfpflicht sinnvoll ist. Und zwar deshalb, weil wir selbst, wenn wir jetzt den zweiten oder dritten Stich haben, uns darauf einstellen müssen, dass wir wahrscheinlich, da das Virus aus der Gesellschaft nicht mehr verschwindet, auch noch in der Zukunft Nachimpfungen brauchen werden. Und wir werden auf die Dauer, wenn wir nicht eine hohe Durchimpfungsrate haben, nicht wirksam in bestimmten Bereichen einen entsprechenden Schutz haben. Denken Sie zum Beispiel jetzt in den Schulen. Sie sagen auch, also Kinder, Jugendliche impfen wäre problematisch. Das geht alles noch hin aber und her. Aber sagen Sie die Branche mal konkret. Ich sage es nochmal. Ja, zum Beispiel da. Lehrer, sagen wir jetzt auch, brauchen sich nicht impfen zu lassen. Dann wird auch argumentiert, wäre schon so eine vorbildlich hohe Rate. Wenn Sie sich das genauer anschauen, gerade im Volksschulbereich, liegt das noch unter 80%. Da wäre ich der Meinung, persönlich, auch wenn das nicht konsensfähig im Moment ist, was die Frau Drummel auch gesagt hat, da wäre es sinnvoll zu sagen, da brauchen wir eine Impfpflicht. Genauso zunächst mal in den Gesundheitsberufen, da haben wir auch eine unterschiedlich hohe Impfrate. Und ich könnte mir das auch vorstellen für andere körpernahe Berufe, wie zum Beispiel auch, denken Sie mal, nicht nur Friseure, Fußpflege, was auch in den medizinischen Bereich hineingeht. Das ist im Moment nicht konsensfähig, weil die Politik sich darauf festgelegt hat, das wollen wir nicht. Da hätte ich gesagt, ich orientiere mich
an den Politikberater James Bond, never say never again. Man sollte niemals nie vorher sagen. Aber jetzt sind wir in einer Problematik, da kann die Politik nur noch bitteln, betteln. Und Frau von Laar hat das Recht gesagt, die Zeit läuft uns davon. So, was sagen Sie? Branchenpflicht, also Impfpflicht für gewisse Branchen? Ja, erstens. Zweitens, die Frage ist, wie lang ist die Geduld derer, die das dann ertragen müssen, weil wir eine zu wenig hohe Impfquote haben und dann die großen Einschränkungen wieder kommen. Wie lange währt diese Geduld? Ich vertraue aber darauf, wenn wir die Ressourcen, die wir heute haben, richtig einsetzen, dass wir ohne eine generelle Impfpflicht durchkommen. Aber da braucht es ganz viele, die mithelfen. Und ja, die Ärzte sind und Ärztinnen sind ganz wichtig. Und Minister Mückstein hat auch mit der Ärztekammer vereinbart, sie wollen hier schwerpunktmäßig mehr tun. Trotzdem, was ich nicht verstehe, ich finde, eine Impfung ist auch ein wichtiger Selbstschutz. Jetzt muss ich, Herr Willi, jetzt muss ich trotzdem kurz unterbrechen. Jetzt haben Sie die Kurve gemacht. Also Sie sind nicht für eine generelle Impfpflicht und haben eindeutig Ja gesagt, aber für eine Impfpflicht in gewissen Branchen. Gesundheitsminister Mückstein hat in der Presse gestern ein Interview gegeben und da wurde zu Recht gefragt, wenn die Stufe 3 gezündet wird, wo eben dann Ungeimpfte nicht mehr in die Diskotheken, in die ganze Nachtgastronomie dürfen. Aber was heißt das für die Kellner und Kellnerinnen? Und da hat er wörtlich gemeint, es kann nicht sein, dass nur Immunisierte in die Nachtgastronomie dürfen und die Kellner ungeschützt sind. Und da wird offenbar was ausgearbeitet. Also wenn Sie Ja sagen, für welche Branchen, also wären Sie eben dafür, dass Kellner und Kellnerinnen, wenn diese Stufe 3 gezündet wird, dann auch die Pflicht haben, eben geimpft zu sein? Wenn man das logisch durchdenkt, dann muss man das mit Ja beantworten. Die Frage ist, politisch ist es in Österreich, hat es keine Tradition, Impfpflichten zu haben. Und das ist an sich gut so. Aber zählt also am Schluss dann doch die Politik und was für die Politik gut ist und nicht für die Gesundheit? Letztlich, richtig gesagt, ist es eine politische Entscheidung. Aber es ist ein Abwägen zwischen der Freiheit des Einzelnen, sich impfen zu lassen oder nicht, aber der Notwendigkeit, solidarisch zu sein. Und wenn die 5 Ruderer immer mehr rudern müssen, weil 3 nicht rudern, sagen die irgendwann einmal, jetzt ist es genug. Und was daher ist mit Lehrer und Lehrerinnen, wie es der Herr Körtner gemeint hat? Wir also können jetzt ganz viele durchdiskutieren, das wird ein Prozess werden. Und ich wäre froh, wenn man sich das Ergebnis offen anschaut und sagt, politisch, wir wollen so wenig Eingriff wie möglich. Aber wenn es nicht freiwillig und mit Überzeugungsarbeit geht, dann werden wir an manchen Schrauben weiterdrehen müssen. So ehrlich muss man sein. Weil dass wir solche Rückschläge für viele Berufe bedeutet es, weniger Einkommen zu haben, nicht arbeiten zu können, wirtschaftlicher Einbruch wieder. Irgendwann einmal ist die Geduld der Mehrheit, die sich impfen lässt, ausgeschöpft. Und dann wird der Druck auch auf die Politik steigen, mehr zu tun. Aber ich möchte mich dem annähern und vertraue darauf, dass es gelingt. Und wenn die Freiheitlichen sagen würden, na, wenn ihr euch impfen lasst, ist es jedenfalls nicht schlecht. Weil auch sie haben gesagt, es bringt was. Wenn also die Freiheitliche Partei sagen würde, liebe Leute, wenn ihr impfen geht, ist es jedenfalls besser als nicht impfen, dann wären wir schon einen großen Schritt weiter. Ganz kurzes Beispiel zu der Frage. Nein, aber das Letzte. Ich habe ja gesagt, jeder, der für sich selbst entscheidet, sich impfen zu lassen, der soll das doch tun. Das ist ja gut so, aber es darf niemals aus einem staatlichen Zwang herauskommen, beziehungsweise aus Zuckerln, sage ich jetzt einmal, damit man wieder ins Wirtshaus gehen kann. Weil das kann nie die Grundlage sein für einen medizinischen Eingriff, den ich an mir durchführen lasse. Jetzt würde ich noch, also gleich kommen Sie noch mal zu Wort, Frau Swarczyk. Schauen wir uns noch mal kurz an, wie unterschiedlich eben die Strategien hinsichtlich Corona-Maßnahmen momentan eben in der EU sind, zeigt sich am Beispiel Dänemark und Italien. Dänemark hat am Freitag bei einer Impfquote von 74% der Gesamtbevölkerung alle Corona-Maßnahmen aufgehoben. Das bedeutet, dass die Dänen keinen grünen Pass mehr vorzeigen müssen, wenn sie Restaurants, Nachtclubs oder Veranstaltungen besuchen. Der Mund-Nasen-Schutz in öffentlichen Verkehrsmitteln ist schon seit Mitte August
nicht mehr vorgeschrieben. Italien ist strikter und zielt bei einer momentanen Impfquote von 63% auf eine Impfquote von 80%. Sollte dieses Ziel bis Ende September nicht erreicht werden, hat Premierminister Draghi neben geltenden Maßnahmen wie Maskenpflicht und 3G eine generelle Impfpflicht in den Raum gestellt. Eine Impfpflicht für das Gesundheitspersonal wurde bereits im Mai eingeführt. Jetzt wissen wir, in Österreich sind eben 53% aktuell der Gesamtbevölkerung vollständig geimpft. Im Burgenland hat zum Beispiel der Landeshauptmann Tosco Ziel vorgestern gesagt, 80% der impfbaren Bevölkerung will erreichen bis 11. November als Ziel und verlost hier Auto und macht etwas mit Lotterie, was eben so Anreize betrifft. Aber Frau Swatzek, Dänemark als Vorbild, es gibt zwar kein Ziel von der Regierung, also es fehlen sozusagen knapp 12%, aber wenn Sie diesen Schlüssel in der Hand haben und ein Erfolgsfaktor in Dänemark ist offenbar auch gewesen, dass eben alle Parteien parteiübergreifend die Impfung empfohlen haben. Also hätten Sie ja den Schlüssel in der Hand zu sagen, diese 10% und dann ist alles vorbei. Ich finde es immer wieder spannend, wofür wir freiheitlich in dieser Republik so verantwortlich gemacht werden, beziehungsweise welche Macht wir scheinbar haben. Also vor 3 Jahren hat man uns noch tot gesagt, dass die Freiheitliche Partei zerreißen wird und die gibt es eh schon immer. Und jetzt sind wir dafür verantwortlich, dass wir die Pandemie nicht beenden können. Also das ist schon ein bisschen durchschaubar. Zum Thema Impfpflicht ganz kurz, wenn ich auf das replizieren darf. Wir haben jetzt in Salzburg das aktuelle Beispiel. Wir haben 279 Spitalsbetten, die in Salzburg in den Landeskliniken gesperrt wurden. Warum? Weil das Pflegepersonal fehlt. Das hat jetzt mit Covid überhaupt nichts zu tun. Es fehlt das Pflegepersonal. Wenn wir jetzt eine Impfpflicht einführen im Gesundheitswesen, dann, das prognostiziere ich, dann werden unglaublich viele, weil es gibt auch im Gesundheitsbereich noch viele Ungeimpfte, davonlaufen und werden sagen, ich kann jetzt meinen Beruf, den ich mit Liebe, mit Leidenschaft, mit vollster Überzeugung ausüben möchte, nicht mehr ausüben, weil ich de facto Berufsverbot habe, wenn ich mich nicht impfen lasse. Und dann stehen wir vor einem riesengroßen Problem, vor einem noch größeren, als wir ohnehin schon stehen. Und das ist nicht die Sünde der Ungeimpften, sondern die Sünde der Gesundheitspolitik der letzten Jahre und Jahrzehnte. Und der Schuss, der geht sicher nach hinten los. Ja, also ich kann Ihnen da ein Stück weit wirklich auch beipflichten. Ja, es ist in der Tat schon so, dass Impfpflichten auch problematische Nebenwirkungen haben können, nicht? Und sozusagen auch in sich als Instrument natürlich Gefahren bilden, nicht? Der sicherlich bessere Weg wäre, wenn das wäre wie in Dänemark, wo die Leute viel Vertrauen haben und nicht die Informationen bekommen. Und nicht dann auch Vertrauen haben, keine Angst haben müssen, dass ihnen was Negatives erwächst und so, nicht? Und dann sozusagen einfach aus ihrem eigenen Nutzen heraus, also aus ihrem Selbstverständnis heraus, sich impfen lassen, nicht? Es ist immer der schlechtere Weg, denke ich schon, wenn dann irgendwie so Zwangsmaßnahmen ausgepackt werden müssen. Das ist sicherlich immer das Problematischere, wie man da hinkommt. Und naja, zu weiteren Fragen, ob dann da noch genug Pflegepersonal da ist und so weiter, das kann ich jetzt nicht wirklich einschätzen. Aber ich denke, auch da müsste natürlich gerade mit diesen wichtigen Multiplikatoren im Gesundheitssystem dieses Gespräch gesucht werden. Weil wenn ich das höre, ich habe das auch schon manchmal gehört, ich kenne eine Krankenschwester, die ist noch nicht geimpft und so weiter und so fort. Auch da müsste man noch mal vielleicht sprechen und Überzeugungsarbeit leisten und die auch mit den ganzen aktuellsten Informationen wirklich versorgen. Was ist mit Delta? Was ist mit diesen ganzen Sachen? Versorgen, dass die wirklich als Multiplikatoren auch dann tätig werden können. Und das untergräbt ja das Vertrauen dann noch mehr, wenn wir jetzt hören, plötzlich da im Pflegebereich sind noch irgendwelche Personen nicht überzeugt von der ganzen Sache oder so. Ja, die wir vielleicht auch durch ihre Praxis vielleicht diese Impfsprüche da beobachten und so weiter nicht, dass die vielleicht auch, die brauchen auch Informationen. Was hat es damit auf sich? Wie ist es jetzt die neueste Lage und müssen da auch irgendwie eingebunden werden? Und die könnten da durchaus eine Schlüsselrolle spielen, dann vielleicht auch wieder den Kontakt mit ihren Patienten und so weiter suchen und das dann weitertragen. Herr Willi, Ihr Bürgermeisterkollege in Wien, der größten Stadt Österreichs, hat gemeint, gestern im Mittagsjournal bei Stefan Kappacher, dass es wichtig wäre, wenn eigentlich die Stufen, die man jetzt halt geplant hat, gleichzeitig gezündet werden und eben die Zeit rennt uns davon. Sie als Bezirkshauptmann, also Sie sind der Bürgermeister und Bezirkshauptmann, stimmen Sie Michael Ludwig zu? Ich kann mir vorstellen, dass dieser 3-Stufen-Plan durch die Fakten zusammenschmilzt auf einen 1-Stufen-Plan, ja. Weil die Zahlen, und ich schaue jeden Tag in Innsbruck besorgt auf das, was dort stattfindet, weisen in diese Richtung. Und Frau Swatzek, ich finde, Sie machen es
Ganz einfach. Sie schieben alles weg und sagen, jetzt sollen wir aber plötzlich verantwortlich sein. Wenn die Freiheitliche Partei sagen würde, auch wir sind dabei, die Impfung zu empfehlen, wäre schon viel Spannung weg. Weil wieso, und das ist völlig richtig, ist es in Dänemark so gut gelungen, weil alle Parteien gesagt haben, die Impfung wirkt. Das sagen sogar Sie, dass die Impfung wirkt. Aber man muss es halt auch offen sagen. Und alles zu hinterfragen, wenn ich heute in einen Zug einsteige, in ein Auto einsteige, auf mein Fahrrad, es kann jeden Tag was passieren. Wir vertrauen darauf, dass gut erprobte Systeme funktionieren. Und das System Schutzimpfung gegen Corona ist jetzt erprobt mit 3,3 Milliarden Impfungen weltweit. Und da kann man mit Fug und Recht sagen, ja, das hilft. Und alles andere ist ein Leugnen von Tatsachen. Und die Karin Leitner, Redakteurin der Tiroler Tageszeitung, hat in einem sehr scharfen Kommentar, aber sehr gut fundiert gesagt, was die FPÖ da macht, ist sogar gemeingefährlich. Sie ist, hat es wirklich knallhart auf den Punkt gebracht. Sie sind als ehemalige Regierungspartei mitverantwortlich, dass wir herauskommen, dass aus den drei Nicht-Ruderern auch Ruderer werden. Und da bitte ich Sie wirklich, dass Sie mithelfen, dass Österreich in Summe und das Tourismusland Salzburg ist natürlich mit wesentlich betroffen, so wie Tirol auch, aus der Krise herauskommt und wir hoffentlich wieder einen normalen Winter haben. Ich bin im Gegenteil sehr froh, dass es die Freiheitlichen in Österreich gibt, weil wir heute halt nicht alles ungefragt hinnehmen. Und das ja, muss man ja nicht. Man kann ja kritische Fragen stellen. Sie machen das. Sie haben das früher auch anders gemacht. Die Grünen waren früher auch eine andere Partei, haben auch sehr viel hinterfragt. Jetzt sind sie halt Regierungspartei, da verändert sich halt ein bisschen was. Selbst in der DNA der Grünen, die eine ganz andere war. Aber ich bin froh, dass es uns Freiheitliche gibt. Ja, wir hinterfragen halt vieles. Ja, wir nehmen nicht alles als gegeben hin. Aber wenn wir jetzt alle auf einer Linie sind und alle nur mehr eine Meinung vertreten, ja, dann braucht man keine demokratische Pluralität mehr und dann können wir uns ja auch selbst abschaffen als Parteien. Würden Sie als Regierungspartei jetzt anders sprechen? Definitiv nicht, weil unsere DNA etwas gefestigter ist als die der Grünen. Und ich glaube, das haben wir gezeigt. Das, was Sie jetzt zeigen, das untermauert ja auch das, was Sie da heute zum Besten gegeben haben. Aber dann wäre es wahrscheinlich mit Kanzler Kurz und der ÖVP schwierig. Sie wollten jetzt noch was sagen. Ja, also um das nochmal aufzugreifen, damit die nie missverstanden werden. Für mich ist Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen ein Element einer umfassenden Strategie. Das ist nicht das Alleinige. Auf Aufklärung zu setzen, ist allemal besser. Und ich kenne auch Beispiele aus dem Bereich Medizin und Pflege, wo das funktioniert. Nur, wir sehen, Sie hatten am Anfang die Zahlen. Das sind erschreckend hohe Zahlen. Sagen wir mal 1,1 Millionen sozusagen Hardcore, die durch nichts so zu erreichen sind. Da werden wir auf die Dauer mit guten Zureden nicht weiterkommen. Der Faktor Zeit, wir sind bitte jetzt Anfang September in Zahlen, die hatten wir zuletzt im Mai. Und wir sind um ein Vielfaches über dem, was wir vor einem Jahr um die Zeit hatten. Also das heißt, wir haben nicht die Zeit zu sagen, werden wir noch ein Jahr noch weiter irgendwelche Kampagnen machen und gut zureden und dieses Nudging, wie man das dann so nennt, also Leuten noch Geld geben und eine Lotterie machen, wird es auch nicht bringen. Bestimmte werden sie dadurch nicht erreichen. Zu Ihrer Partei, ich meine, ich bin jetzt kein Politikwissenschaftler, aber weil Sie sagen, so, sozusagen Ihre DNA ist, was haben Sie denn im Moment auch noch für Themen, außer das mit dem Impfen, wo Sie jetzt politisch punkten können? Weil das andere hat Ihnen ja kurz alles schon abgeräumt. Also es bleibt Ihnen eigentlich nur noch jetzt gegen das Impfen zu sein. Ich würde mir wünschen, in einer funktionierenden Demokratie, wir können über vieles streiten. Und ich bin sehr für ein konfliktorientiertes Modell von Demokratie persönlich. Muss gar nicht immer Konsens sein. Aber gerade in dieser Frage scheint es mir wirklich nicht nur von nationalem Interesse, sondern auch von übergeordnetem zu sein. Und als Ethiker liegt mir wirklich ganz, ganz viel daran, darum rede ich da auch so drüber, immer wieder, dass wir mehr Gemeinsinn wieder in den Vordergrund stellen. Auch unser Freiheitsverständnis, aber eine freiheitliche Partei mit ihrem Freiheitsverständnis, nicht nur so ein individualistisches oder konsumistisches, sondern auf Gemeinwohl ausgerichtet. Da können wir über anderes gerne Konflikte ausfechten. Aber hier geht es wirklich ans Eingemachte. Kurze Replik, Frau Swatzek. Ja, wenn wir über Gemeinwohl und das Gemeinsame reden, das sticht sich ja irgendwo. Dann dürfen wir nicht darüber reden, dass wir nicht Geimpfte vom gesellschaftlichen Leben ausschließen. Weil das ist genau das Gegenteil von Gemeinwohl und Gemeinsinn. Da spalten wir und dieser Spalt geht ja schon durch Familien. Und ich glaube, das ist genau das, was wir alle gemeinsam nicht erreichen wollen.
Auf jeden Fall war das unsere erste im Zentrum-Sendung nach der Sommerpause. Ich bin fast geneigt dazu zu sagen, leider sicher nicht die letzte zum Thema Corona. Ich danke meinen Gästen für die Diskussion, Ihnen zu Hause fürs Zusehen. Reden Sie darüber. Nach uns sehen Sie aus Anlass des 20. Jahrestags der Terroranschläge 9/11 den Doc-Film Der Fall El Masri, der von der CIA gekidnappt wurde und seine Unschuld beteuert. Bis nächsten Sonntag. Auf Wiedersehen.